Kantonsspital Graubünden, auf der Abteilung für Nuklearmedizin. Seit gut einem halben Jahr werden hier Untersuchungen am sogenannten SPECT-CT durchgeführt. Das Gerät kombiniert Vorteile der Nuklearmedizin mit der Computertomographie. Der Haupteinsatzzweck sind orthopädische Fragestellungen, also zum Beispiel ein Patient hat eine Prothese bekommen, aber es läuft nicht ganz so, wie es soll. Die Prothese tut weh oder es entzündet sich. Und man möchte genau wissen, woran liegt es, wie kann ich das beheben, welche Schritte muss ich unternehmen, muss ich die Prothese auswechseln oder reicht es, wenn ich zum Beispiel an der Prothese etwas ändere. Das sind so die Haupteinsatzgebiete. Ich bereite jetzt alles für die Injektion vor. Die Untersuchung ist für den Patienten schmerzlos. Am Anfang wird ihm ein leicht radioaktives Kontrastmittel gespritzt. Dank dieser Flüssigkeit sieht man später auf den Bildern, was die Ursache des Schmerzes ist. Das radioaktive Material wird vom Körper später abgebaut oder ausgeschieden. Insgesamt ist die Strahlenbelastung bei einem SPECT-CT-Untersuch nicht grösser, als was man durchschnittlich pro Jahr sowieso durch die Umwelt aufnimmt. Nach einer ersten lokalen Untersuchung vom betroffenen Körperteil muss der Patient rund 2 Stunden warten und viel trinken, bevor in einer zweiten Phase der ganze Körper untersucht wird. Eine wichtige Rolle bei der Untersuchung mit dem SPECT-CT spielt auch die Radiologieassistentin. Gerade ältere Leute haben laut Gabriele Kast oft Respekt vor dem Gerät und entsprechend Angst vor der Untersuchung. Wir können sehr gut bei der Untersuchung dabei bleiben, wir können die Hand halten, wir können über den Kopf streicheln. Einfach ruhig mit den Patienten reden, genau erklären, was als nächstes kommt, die einzelnen Schritte vorwegnehmen, sodass die Patienten auch nicht erschrecken, wenn das Gerät in Bewegung kommt. Zugewiesen werden die Patientinnen und Patienten von Ärzten oder anderen Spitälern, die kein eigenes SPECT-CT haben. Der Co-Chefarzt für Orthopädie am Spital Davos, der Dr. Alex Staubli, arbeitet eng mit dem Kantonsspital Graubünden zusammen und ist vom Gerät und seinem Nutzen für seine Patienten überzeugt. Wir haben viele Patienten, die am Anfang unbekannte Schmerzen haben, die wir die Ursache nicht genau wissen und mit dem sehr schnell auf den Grund gehen müssen. Und das machen wir natürlich wie immer. Wir befragen die Patienten, wir tun sie untersuchen, wir machen normale Röntgenbilder und wir machen manchmal auch ein MRI und andere Untersuchungen, die wichtig sind. Aber ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass die SPECT-CT eine zentrale Bedeutung haben in der Beurteilung von solchen Schmerzen. Speziell auch bei Patienten nach künstlichen Gelenken. Denn auch das gibt es, nicht alle künstlichen Gelenke funktionieren gut und Patienten haben den Schmerz und möchten unbedingt wissen, warum das so ist. Und da helfen die Untersuchungen am SPECT-CT im Kantonsspital Graubünden meistens weiter. Nebst der Möglichkeit von genaueren Diagnosen hat das Verfahren aber noch weitere Vorteile. Vom technischen Aspekt her hat das Gerät einen Flachdetektor, das heißt, die Strahlenbelastung von der CT-Komponente ist deutlich niedriger als beim Mehrzeilen-CT, wie man das bis jetzt gemacht hat. Und eben, man kann es dann damit genauer zuordnen bei insgesamt geringerer Strahlenbelastung als bisher und man muss auch nicht zweimal kommen. Ist die Untersuchung abgeschlossen, kann der Arzt am Monitor die Bilder sofort anschauen und eine erste Diagnose stellen. Der Dr. Stefan Kneifel erklärt. Man sieht hier den Oberschenkelknochen, man sieht hier unten den Unterschenkelknochen und dieses ganz helle Weiße, für Röntgenstrahlen undurchsichtige, das ist die Prothese selber, nicht? Und wir sehen jetzt, dass die Prothese selber hier verankert ist am Oberschenkelknochen. Es gibt den Gegenpart auf der Unterschenkelseite, dort ist es auch verankert. Und die farbige Überlagerung, das zeigt uns, wo die Radioaktivität hingegangen ist. Also an welchen Stellen im Knochen haben wir erhöhten Knochenumsatz, wo ist das Problem, wo ist der Ort der Not. Und was wir jetzt hier sehen, ist eben, dass die Radioaktivität sich vor allen Dingen an der Rückseite der Kniescheibe hier angereichert hat. Das ist die Kniescheibe. Und hier an der Rückseite der Kniescheibe sehen wir, dass die Radioaktivität vor allem hingegangen ist. Das heißt, dort ist ein Problem, dort gibt es einen Stress am Knochen. Und das gibt es
manchmal nach solchen Prothesen, dass die Kniescheibe dann an der Prothese selber reibt. Das ist kein Fehler in der Operation oder so, das ist eine Nebenwirkung, die einfach sein kann. Die gleichen Bilder zusammen mit einem Untersuchungsbericht kriegt auch der Dr. Alexander Staubli am Spital Davos zugeschickt. Für ihn ist das die Grundlage, mit dem Patienten das weitere Vorgehen zu planen. Hier hat es wahrscheinlich ganz kleinste Lücken zwischen Implantat und dem Knochen, sodass das ein bisschen nachfedert und bei jedem Schritt, bei jeder Belastung Schmerzen macht. Und das ist praktisch eine sichere Diagnose, dass hier ein Problem ist, dass der Patient recht hat und dass man etwas unternehmen muss. Zum Beispiel, dass man den Teil der Prothese wechseln muss. Dank SPECT-CT-Untersuchungen ist es schon heute einfacher, zum Schmerzen genauer zu definieren und Ursachen von Problemen mit künstlichen Gelenken zu diagnostizieren.